Herzlich willkommen zu 1000bs.tv, zu einer Mittagspause. Ich meine, der Glückliche wird einen Schweinsbraten haben, der weniger Glückliche wird wahrscheinlich nur den Gaumen benetzen mit einem veganen Freudentropfen. Man weiß es nicht genau. Bei mir ist auf alle Fälle der Martin Bauer. Martin Bauer, große Ehre, aber echte Ehrfurcht vor dir. Und es geht heute um MotoGP. Und da gibt es natürlich niemanden, der sich da jetzt besser auskennt wie du. Wirklich großartig. Du hast nicht nur diese Fahrerexpertise, sondern du hast natürlich auch diese Technikexpertise im Allgemeinen und diese Renntechnik im Besonderen. Und jetzt ist die Saison endlich gestartet, gestern und vorgestern natürlich. Vorgestern war schon das Sprintrennen. Und es gibt heuer ein paar Punkte, die natürlich, wie soll ich sagen, die Würze ausmachen. Das eine ist der Marc Marquez auf Ducati und das andere ist das junge Juwel, der Pedro Acosta auf der Gasgas, eigentlich auf der KTM. Da werden wir noch zu reden kommen. Und jetzt war es so, die Rennen, mir hat es eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Es war ein Punkt, der mir weniger taugt, das war dieses Aufgefadelte, aber generell, das, was ich, wo das größte Augenmerk gelegen ist, war dieser Marc Marquez, wie der auf dieser Ducati zurechtkommt. Und ich habe den Eindruck gehabt, na, sehr gut zurechtkommen, oder? Ja, also muss man sagen, man darf nicht vergessen, der Marquez hat bis jetzt nicht wirklich viel Zeit gehabt, sich das Fahrzeug ein bisschen an seinen Stil anpassen zu können. Er ist erst wenige Male auf dem Fahrzeug gesessen und dadurch, muss man sagen, hat er eine sehr gute Show eigentlich schon gezeigt. Er war, man kann sagen, im Spitzenfeld dabei. Er hat zwar noch nicht um einen Sieg mitfahren können, aber wenn man sich die Rückstände anschaut, ist es marginal. Er hat im Sprintrennen sogar die schnellste Rundenzeit gefahren. Also man kann sagen, er ist im Spitzenpulk dabei und es fehlt jetzt nicht mehr viel, dass er wirklich um einen Sieg mitfahren kann. Und das würde mich nicht wundern, wenn das in der nächsten Zeit passieren wird. Ja. Okay. Ich habe das so erlebt, dass ich mir, was eh, ich kenne jetzt den Marquez, ich weiß nicht, na, 12 Jahre, 13 Jahre, immer halt der voll wilde Hund. Und jetzt habe ich diesmal hab ich das Gefühl gehabt, na, er nimmt sich ein bisschen zurück, er fährt ein bisschen verhalten, also er trat nicht durch. Und ich glaube, das ist einfach Teil des neuen Plans, oder? Oder ist der Eindruck eh falsch? Es ist schon so. Er hat sich auch ein bisschen, wenn man ihm zuhört, auch aus der Favoritenrolle rausgenommen. Ja. Und das gibt ihm jetzt die Möglichkeit, sich ein bisschen Zeit zu gönnen, um da reinzufinden mit dem Motorrad. Man darf nicht vergessen, die Ducati ist doch komplett anders zu fahren als die Honda. Und dadurch hast du einen gewissen Übergangseffekt, wo es einfach Zeit braucht. Man darf nicht vergessen, der Marquez ist sein Leben lang eigentlich auf dieser Honda gesessen, gefühlt. Ja? Also der hat die letzten ewigen Jahre da nur auf der Honda verbracht. Und man gewöhnt sich natürlich an so ein Fahrzeug. Okay. Und du stößt auch dein Fahrstil auf das Motorrad dann ein. Das magst du dann teilweise schon unbewusst. Der ist schon so lange mit der Honda gefahren, dass der schon automatisierte Routinen sich angeeignet hat, unterbewusst, die du dann automatisch anwendest, um zum Beispiel gewisse Probleme zu umfahren. Und das musst du schon langsam dann wieder rauskriegen. Und das dauert, das kriegst du nicht gleich weg. Du magst es schon so unterbewusst und erst ans Unterbewusstsein funktionieren, solche andere zu tun oder den einen oder anderen Kilometer abzuspulen, damit er sich auf das ein bisschen einstellt. Ja, du, Martin, da habe ich jetzt zwei Punkte. Also das eine ist, dass ich mir gedacht hätte, früher, keine Ahnung, vor 5, 6 Jahren, wäre ihm das wahrscheinlich wurscht gewesen, da hätte er umgedreht und geschaut, was los ist und wo halt dieser Grenzbereich, den hätte er sich von der anderen Seite angenähert, hätte er halt ein paar Mal weggeworfen und dann geschaut. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, na, der ist relativ abgeklärt und er hatte natürlich dieses erklärte Ziel, dass er nächstes Jahr Weltmeister wird und in Wirklichkeit möchte er natürlich 10 Weltmeistertitel. Da glaube ich, das ist uns allen klar, das ist sein großes Ziel. Und um das zu erreichen, haltet er sich jetzt meiner Meinung nach relativ zurück. Und jetzt habe ich noch den einen Punkt, weil das angeschnitten hast, auf das wollte ich eigentlich später eingehen, aber das ist ja, vielleicht kann man das erklären, oder du kannst es vielleicht erklären, weil er selber gesagt hat, er muss nur aufpassen, dass er die Ducati nicht wie die Honda fährt, im Rennwahnsinn dann. Und was bedeutet das? Was heißt das? Muss man die Honda anders fahren wie die Ducati und wie anders und warum?
Ja, also bei der Honda war es so, dass die natürlich in bestimmten Bereichen ein paar Mankos gehabt hat. Das ist jetzt nicht, dass es ein schlechtes Motorrad ist, das muss man heute vielleicht auch mal kurz erwähnen. Man muss sagen, dass die ganze Szenerie einfach große Fortschritte gemacht hat und unheimlich schnell, viel schneller geworden ist. Man sieht es auch an den Rundenzeiten, jetzt gerade in Katar, sind die um einiges schneller geworden, also die ganze Szenerie ist um über eine Sekunde schneller geworden. Und somit muss man sagen, hat Honda einfach nicht diesen Fortschritt gemacht wie die anderen. Ja, also ja. Die ist natürlich auch besser geworden, ja. Aber man kriegt schnell mal den Eindruck, dass das jetzt ein schlechtes Motorrad ist. Das ist kein schlechtes Motorrad, nur die anderen sind einfach um ein größeres Stück besser geworden. Und da gilt es jetzt eben für einen Marc, dass er sich auf das jetzt versucht einzustellen. Er war gewohnt, gerade bei der Honda hat er Schwierigkeiten gehabt, einen hohen Speed in die Kurve reinfahren zu können und den trotzdem nochmal umgesetzt zu bekommen. Also, dass man nicht weit geht oder nicht das Vorderrad verliert. Man hat gesehen, er hat es dann trotzdem versucht immer wieder und ist dann aber sehr oft übers Vorderrad dann gestürzt. Und das hat er bei der Ducati jetzt wieder. Also die Ducati kann man recht schnell in die Kurve reinrollen lassen und kriegt trotzdem den Winkel dann noch beim fürs Rausfahren. Und da muss er halt seine Routinen jetzt wieder so abändern, dass er halt um den Tick schneller in die Kurven reinrollen lassen kann. Und das geht sie trotzdem noch aus. Und das sind eben solche Automatismen oder solche Angewohnheiten, die er über jahrelanges Honda-Fahren sich eben angeeignet hat, dass er halt ein bisschen anders in die Kurven fahren muss, ein bisschen mehr verzögern muss auf der Geraden, damit sich das noch ausgeht. Und das muss er auf die Ducati jetzt wieder umsetzen, weil die dort einfach ein bisschen mehr zulässt. Und um das geht es jetzt eigentlich. Ja. Und da hat er sich eigentlich ganz geschickt, muss man sagen, weil du es vorher angesprochen hast, WM-Sieg, also komplette WM zu gewinnen, würde er sicher, der Junge wieder, das ist keine Frage, er will es ja sicher nochmal demonstrieren, dass er das immer noch kann, weil man wird einfach in solchen Szenarien unheimlich schnell abgeschrieben. Also wenn du einmal ein gewisses Alter erreicht hast und du hast einmal ein bisschen einen Tiefpunkt, aus welchen Gründen auch immer, hast sofort immer gleich, ja, na, jetzt wird es fast nichts mehr werden mit ihm. Ja. Das geht relativ schnell. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Sobald du ein paar graue Haare ansetzt, kommt das schon mal. Na, und das würde er auf jeden Fall sagen. Er hat jetzt viel Erfahrung mittlerweile schon gesammelt und hat gesehen, dass mit der Brechstange nicht immer die beste Methode ist. Und deswegen hat er das, glaube ich, ganz geschickt gemacht, um sich ein bisschen da aus diesem Fokus rauszunehmen und sich ein bisschen Zeit gönnen zu können. Hat er sich aus dieser Favoritenrolle mal rausgenommen. Er hat gesagt, ich will erst nächstes Jahr schauen, dass ich konkurrenzfähig bin oder um einen Sieg mitfahren kann. Ja. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich schon relativ schnell passieren wird. Der wird wahrscheinlich noch 3-4 Rennen brauchen, bis er die Ducati komplett versteht und auch ein bisschen an seinen Stil angepasst bekommt. Ja. Weil es geht ja nicht immer nur darum, sich ans Motorrad zu gewöhnen, sondern ja auch teilweise das Fahrzeug an sich anpassen zu können. Ja. Und da braucht man Zeit. Ja. Man muss schauen, wie muss ich es hinstellen, die Geometrie, dass das genau für meinen Fahrstil wieder passt. Ja. Inwieweit kriege ich das gar nicht hin mit dem Motorrad und muss ich mich vielleicht anpassen? Und das herauszufiltern, das dauert einfach ein bisschen. Und da glaube ich aber, dass er dieses Jahr schon, ich sage einmal, ich vermute, dass er so 3 bis 5 Rennen brauchen wird, bis er dann wirklich ganz an der Spitze vorn dabei ist und wirklich dann auch um Siege fahren kann. Und dann, ja, wichtig ist, dass er keinen kompletten Schnitzer einbaut. Und das ist, glaube ich, das, auf was er jetzt einen Fokus legt, dass er jetzt nicht mit so Harakiri-Aktionen Nuller riskiert, die tun da schlussendlich dann am Ende der Saison viel mehr weh, als wenn er jetzt einmal nicht das komplette Risiko nimmt und vielleicht einmal 4., 5., 6. Plätze mit heimfährt, ist es viel effizienter für die WM gesehen, als jetzt mit utopisch viel Risiko eventuell Nuller zu riskieren, um eventuell aufs Podest zu kommen. Und das macht er, glaube ich, ganz gut. Ja, du, auf alle Fälle ist ein Reifezeugnis. Weil, wie gesagt, das hätte er nicht immer zusammengebracht, glaube ich. Und was jetzt so ist, das war eigentlich erwartungsgemäß dieses Gesamtpaket Ducati. Da ist der Bulle, der Ducati-Präsident von Wien ist da, der schreibt natürlich, sein liebster Satz ist, hat 3 Worte, Ducati, Ducati, Ducati. Aber das Gesamtpaket, das hat man erwartet und es ist auch so, ist nach wie vor einfach das Beste, oder? Ja, also man muss sagen, was Ducati sicher so herausragend macht, ist jetzt nicht, dass die um so viel schneller sind mit dem Motorrad. Was das eigentlich heraussticht, ist die Konstantheit von diesen Fahrzeugen. Also man sieht, dass zum einen eine sehr große Anzahl von Fahrern damit sehr gut klarkommt
und auch auf fast allen Rennstrecken. Also das ist eigentlich so die Herausforderung, ein Motorrad zu bauen, was jetzt nicht unter bestimmten Bedingungen schnell ist, sondern eigentlich eine große Bandbreite bietet, wo das abliefern kann. Und das sieht man recht schön, dass Ducati mehr oder weniger auf fast allen Rennstrecken mittlerweile gut performt und dass auf extrem viel unterschiedliche Fahrertypen mit dem Fahrzeug gut klarkommen. Und das ist eigentlich der Riesen-Benefit, was die Ducati da mit sich bringt. Wenn man das vergleicht mit Aprilia oder KTM zum Beispiel, die haben manche Strecken, wo sie richtig um einen Sieg mitfahren und teilweise auch gewinnen. Ja, ja. Aber es gibt sehr viele Rennstrecken, wo sie sich unheimlich schwer tun. Mhm. Ja, also wo viel Luft nach oben ist noch. Ja. Und das macht ein gutes Motorrad aus, dass so ein Fahrzeug fast unter allen Bedingungen gut performt. Und da hat einfach Ducati mittlerweile extrem die Nase vorn. Das haben sie geschafft, ein Paket zusammenzuzimmern, was vom Motor her mal sensationell funktioniert, was das Chassis unheimlich gutmütig reagiert und viele unterschiedliche Fahrertypen verträgt. Ja, muss ich auch sagen, das muss ja auch irgendwie mal zusammenstimmen. Ja. Und das sind eigentlich die Riesen-Benefits, was die Ducati mit sich bringt. Und man sieht das jetzt auch am Markt, dass natürlich der mit einem sehr speziellen Fahrstil auch auf der Ducati vom Fleck weg eigentlich gut klarkommt und gut performt. Ja. Früher war das, wenn man sich zurückerinnert, Casey Stoner-Zeiten, der war eigentlich der Einzige, der mit dem Fahrzeug damals auf der Ducati gefahren ist zu dem Zeitpunkt, der Einzige, der mit dem Fahrzeug klarkommen ist. Ja. Und egal, wen man da anderen draufgesetzt hat, waren weit hinterher. Yeah. Und da sieht man den Unterschied. Ein Fahrer unter bestimmten Bedingungen war brandschnell und hat gewonnen teilweise. Aber sonst hat niemand was damit zusammengebracht. Yeah. Und das war eigentlich der größte Fortschritt, den Ducati meiner Meinung nach auch für die lange Sicht geschafft hat, dass man eben dann als Werk nicht mehr auf einen Fahrer angewiesen ist, der mit dem das zusammenbringt, sondern man kann eigentlich verschiedenste Fahrer draufsetzen, auf verschiedenen Rennstrecken unter unterschiedlichsten Bedingungen und man kann immer um einen Sieg mitfahren. Und das ist, glaube ich, der größte Benefit für Ducati oder von Ducati und das macht es auch so brandgefährlich für die gesamte Meisterschaft. Ja, du, super erklärt, Martin, weil das stimmt natürlich, es kann wirklich jeder mit der Ducati schnell sein, jetzt unter Anführungszeichen jeder. Was aber einen wahnsinnigen Sprung gemacht hat, das hat man eh letztes Jahr schon gemerkt, das KTM, das ist unfassbar in die Gänge gekommen, das ist wirklich toll geworden. Und da ist offensichtlich jetzt auch so, mit der KTM kann ja nicht nur der Brett Binder wahnsinnig gut fahren, sondern auch der Junge, das Juwel, der Pedro Acosta, zu dem wir dann später hinkommen, da steht zwar Gas drauf, aber der hat im Endeffekt die gleiche Mopeten wie der Binder, der eben auch. Und bei dem Brett Binder ist es so, also ich meine, du hast da gesehen, auf der Kronen, die KTM muss sich nicht verstecken, der zieht aus dem Windschatten beim Jorge Martin, nimmt ihn dann sogar, und dann haben sie halt so ein bisschen herumgematcht, aber der ist zweimal Zweiter geworden, dieser Brad Binder mit der KTM, und du hast nie das Gefühl gehabt, dass die jetzt Motorleistung ein bisschen unterlegen wäre. Im Gegenteil, die ist voll dabei, und das ist eigentlich schon eine, wie soll ich sagen, das ist für mich fast wie ein Wunder, weil ich ja weiß, wie dieser Rennsport, um welche Kleinigkeiten es da geht, und dass du oft, da musst du Jahrzehnte probieren, dass du an die Spitze anschließen kannst, und KTM hat es jetzt innerhalb weniger Jahre geschafft, dass wirklich angekommen sind in der Weltspitze. Und ich nehme an, du wirst diese KTM auch extrem stark einschätzen und den Brett Binder sowieso auch, oder? Ja, also ich muss sagen, an der Motorleistung hat es bei KTM die letzte Zeit kaum mehr gefehlt. Ja. Also die waren, wenn man das so im Rückblick betrachtet, motorisch immer gut aufgestellt. Jetzt kommt es dann schon so vor, dass sie trotzdem nochmal was draufgelegt haben, wenn man schon sieht, dass man an einer Ducati einfach so vorbeifahren kann auf der Geraden, natürlich aus dem Windschatten, aber trotzdem, man muss sagen, und Ducati ist motorisch immer der Benchmark gewesen in der Klasse. Das ist schon beeindruckend. Also ich glaube, dass da schon nochmal was passiert ist. Wobei das jetzt nicht der komplett ausschlaggebende Teil ist. Ja. Also man muss schon sagen, da geht es ums Gesamtpaket, was extrem wichtig ist und teilweise noch viel wichtiger als jetzt nur die reine Motorleistung. Man sieht es auch schön an Aprilia. Aprilia fehlt es an der Motorleistung deutlich noch. Und sie schaffen es rundenzeitentechnisch trotzdem an die Spitze zu fahren. Ja. Ne? Ja. Also was Aprilia da jetzt gezeigt hat an dem Wochenende, war sensationell. Ja. Im
richtigen Rennen, also in dem Sprintrennen, sondern im Sonntagsrennen, haben sie dann ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, aber ja, im Sprintrennen waren sie eigentlich ganz gut dabei. Also da sind sie teilweise dann die schnellsten Zeiten gegen Ende noch gefahren. Ja. Und da muss man sagen, sieht man, dass die Leistung, die Spitzenleistung nicht alles ist, sondern das gesamte Paket. Und da hat, glaube ich, KTM einen wichtigen Schritt auch über die letzten Rennen nach vorne gemacht, indem sie das Chassis auch sehr gut hingebracht haben. Mhm. Bei so starken Motorrädern ist es eigentlich das Wichtigste, dass man die Leistung, die man hat, dass man das schafft, vernünftig auf die Straße zu bringen. Das heißt, so früh wie möglich, das heißt, die brauchen einen Grip am Fahrzeug, das Fahrzeug muss vorne die Front unten halten, so lange wie möglich, bevor das wegvilisiert, wo er dann wieder reduzieren muss. Ja. Das ergibt sich alles aus dem Chassis heraus. Und da hat KTM, glaube ich, sehr viel gemacht und sehr viel getan, um diese Performance dann auch nochmal herauszuholen. Und das sieht man jetzt schon langsam auch. Ja. Ich glaube ja, das war ja dieser geniale Schritt, dass den Jack Miller, der jetzt, muss man jetzt ganz objektiv sagen, gegen den Brett Binder keine Meter hat und in Wirklichkeit auch gegen den Acosta keine Meter hat. Möglicherweise ist das so ein falscher Eindruck. Aber den Eindruck habe ich auf alle Fälle. Das war trotzdem genial, dass den geholt haben, weil der ist natürlich vom Ducati-Werksteam gekommen. Der hat natürlich ganz genau gewusst, wie diese Ducati dort steht, wie sich diese Ducati anfühlt. Das heißt, er hat da sicher einen ordentlichen Wissenstransfer vermitteln können, weil an und für sich ist es relativ schwer, dass sie die Werke untereinander dort jetzt das Feeling vor der Maschine irgendwie, dass die wissen, wie sie diese andere Maschine anfühlt. Nur wenn du einen Werksfahrer dann übernimmst, dann hast du natürlich, das glaube ich, schon ein entscheidender Punkt da, oder? Absolut. Es ist so, dass man in dieser Liga jetzt nicht einfach sagen kann, ich mache jetzt das Motorrad einfach mal besser. Dazu braucht man relativ genaue Vorstellungen, wo hapert es, wo sind unsere Hauptprobleme. Und in welchen Bereichen und in welche Richtung müssen wir da gehen? Und wenn man da jemanden bekommt, der aus einem Lager kommt, wo das schon erreicht worden ist, dann hat man als Fahrer ein relativ genaues Abbild, wie sich so ein Fahrzeug verhalten muss, damit ich schneller fahren kann. Ja. Und das gibt natürlich extrem viel Zusatzinformationen an ein Team, um genau zu wissen, wo habe ich denn noch Luft nach oben? Weil das Schwierige ist ja immer, man ist ja überall am Limit. Weil jeder macht aus seinem Paket das, was machbar ist. Das heißt, er ist überall am Limit, in jedem Bereich. Und jetzt geht es darum, wenn man jetzt sagt, ja, wir wollen aber schneller werden. Wo fängst du an? Du weißt ja am Anfang dann noch gar nicht, wo sind wir wirklich jetzt am Limit, wo geht dann technisch oft gar nicht mehr. In welchen Bereichen müssen wir uns konzentrieren? Weil man hat ja die größte Einschränkung in den Entwicklungen, die man machen kann in diesen Bereichen, ist der Zeitfaktor. Man hat nur eine gewisse Zeit zur Verfügung, wo ich zum einen Testen fahren kann, wo die Manpower limitiert ist und, und. Also man ist irgendwo limitiert und umso wichtiger ist es, dass man an den richtigen Punkten ansetzt. Und das herauszufiltern, ist immer eine wahnsinnig große Hilfe, wenn ich jemanden bekomme, der mir relativ gut sagen kann, in dem und dem Bereich weiß ich, geht mehr oder muss mehr gehen. Ja, das weiß ich, weil ich bin auf den anderen Fahrzeug gesessen und das macht genau an dem Punkt das oder das und das müssen wir umsetzen. Und diese Denkansätze geben einem Team unheimlich viel Informationen. Natürlich muss man es dann trotzdem umgesetzt bekommen. Das ist nochmal wieder eine zweite Geschichte, dass man sich eben Lösungswege überlegen muss, wie erreiche ich das. Ja. Aber für einen Techniker, weil ich kenne ja Gott sei Dank beide Situationen, als Techniker bist du davon angewiesen, dass der Fahrer reinkommt und sagt, hörst, wenn ich an dem Eck das Motorrad so positioniert kriege noch, dann bin ich nochmal um 2-3 Zehntel schneller. Und genau das gilt es herauszufiltern. Ja. Und das können viele Fahrer oft nicht so gut. Selbst in der Liga gibt es da große Unterschiede. Ja. Manche sind da sehr sensibel und haben viel Gespür zum Fahrzeug und können das auch gut mitteilen, was sie brauchen, und manche weniger. Aber auf jeden Fall ist es ein Benefit, um auf deine Frage zurückzukommen, wenn ich einen Fahrer von irgendwo mal bekomme, der auf einen, ich sage einmal, an der besten Motorrad gesessen ist, weil ich da einfach Informationen bekomme, wo ich gut mal ein Bild machen kann, wo müssen wir ansetzen mit unserem Fahrzeug, um ein bisschen schneller werden zu können. Ja. Und das hat mit dem Jack Miller sicher gut funktioniert, weil er eben da einen gewissen
eine gewisse Erfahrung mitbringt. Ja. Er hat zumindest ein Abbild in sich drinnen, wie so ein Fahrzeug fahren kann, ja, wenn es gut aufgestellt ist. Ja. Und das mitteilen zu können, ist schon mal ein großer Benefit. Ja. Ja. Auch wenn der dann nicht schlussendlich dann die Punkte einfährt, weil es dann ein anderer macht, ist fürs Werk oder fürs Team jetzt gar nicht einmal so relevant. Wichtig ist, dass man das Wissen bekommt. Weil das Wissen kannst du dir um kein Geld der Welt kaufen. Das geht nicht. Das heißt, man muss nur schauen, ob man irgendwo die Bruchstücke zusammenglaubt. Entweder sind es Techniker, die man versucht zu bekommen von woanders, oder die Fahrer, die dann das Wissen wieder mitbringen. Und das ist sicher ein wichtiger Punkt, wo halt auch alle Teams versuchen, sich gegenseitig so das eigene Know-how zu kapseln, dass es nicht nach außen kommt. Und andere halt versuchen, genau dieses Know-how durch einen Transfer von woanders wieder zu bekommen. Ne? Ja. Du, jetzt ist so, Martin, Luca Marini, der ist ja auf der Ducati gefahren, mörderisch, der ist jetzt bei Repsol Honda, dort fährt er nicht mörderisch. Das ist so, ich bin halt mit japanischen Motorrädern sozialisiert worden, mir hat das taugt ohne Ende, das taugt mir nach wie vor ohne Ende. Es ist für mich relativ schwer zu akzeptieren, dass die jetzt in dem MotoGP wirklich nirgends mehr sind. Das ist auch Wahnsinn. Ich weiß schon, es geht nicht um viel, aber im Ergebnis ist eine Welt. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Und auch in dieser neuen Saison ist Yamaha und Honda, die sind wirklich nirgends. Und da fragt man sich natürlich schon, jetzt überhaupt als Außenstehender, wie gibt es das? Aber ich glaube, nachdem das erste Rennen so war, davon können wir ausgehen, die werden heuer nichts reißen, oder? Die sind nicht konkurrenzfähig. Derzeit ist es so. Man muss sagen, dass sich sowas auch wieder recht schnell verändern kann. Man darf nicht vergessen, die japanischen Hersteller, die haben jetzt keine schlechten Motorräder, die haben jetzt nur einfach nicht diese Fortschritte gemacht, wie es die anderen gemacht haben. Wenn man sich die Rundenzeitenverbesserungen anschaut von Jahr zu Jahr, sieht man, was da eigentlich für Schritte gemacht worden sind. Und da sind einfach die Sprünge, die die europäischen Hersteller gemacht haben, einfach größer als bei den Japanern. Und da muss man halt sagen, gerade bei Honda ist es so, dass die ja nicht nur den Fokus auf MotoGP haben, sondern ja auch in der Formel 1 nach wie vor sehr stark tätig sind. Und da ist es halt natürlich immer so, wo lege ich den Hauptfokus drauf? Ne? Es ist ja beides eine sehr teure Spielwiese. Und somit fokussieren sich die Hersteller dann meistens eher punktuell dort in dem Szenario, wo es am meisten aufzuholen gilt. Und man sieht es gerade bei Honda so ein bisschen, dass die ab und zu in der Formel 1, wenn es in der Formel 1 gut gelaufen ist, haben sie sich sehr stark dann auf MotoGP konzentriert und umgekehrt. Ja. Yeah. Und man merkt, dass sie jetzt in der Formel 1 ganz gut performen und ich denke, dass der Fokus jetzt schon langsam wieder auf MotoGP zurückkommt, weil die natürlich auch verwöhnt waren. Man darf eins nicht vergessen, die Zeiten mit Marc waren natürlich super erfolgreich. Man schwebt da ein bisschen auf einer Wolke dahin und ruht sich gerne auch mal auf den Lorbeeren aus. Und wenn es Man muss sich vorstellen, das ist ja alles immer eine Entscheidung von wie viel Budget gebe ich da rein und was für einen Rücklauf habe ich da wieder. Und wenn das jetzt alles immer super läuft und ich eigentlich eine ziemlich sichere Bank dort bin in dem Szenario, tendiert man natürlich logischerweise, das wird jeder von uns so machen, sein Budget, das man hat, na, vielleicht auch woanders dann zu platzieren, wenn man sagt, da sind wir eh gut, jetzt schauen wir, dass wir dort auch wieder nach vorne kommen. Und da kommt man natürlich, wenn es dann die anderen oder die Konkurrenz auf einmal so Sprünge nach vorne macht, kommt man schnell mal ins Hintertreffen. Und in einer Liga wie MotoGP ist es nicht mehr so einfach, dass man sagt, naja, okay, jetzt sind wir hinten, jetzt investieren wir wieder ein bisschen was und dann sind wir eh wieder vorne dabei. Weil es genau um das geht, was wir vorher besprochen haben. Du kannst das so ein Know-how, das du brauchst, um dann gleich wieder gleichzuziehen oder besser zu werden, nirgends so ohne weiteres kaufen. Das musst du dir hart wieder erarbeiten, durch extrem viele Tests, unterschiedliche Chassis, die du bauen musst, probieren musst, fahren, unterschiedliche Fahrer, Informationen analysieren. Das braucht seine Zeit. Ja. Also ich bin überzeugt, dass Honda das nicht auf sich sitzen lässt und dass die auf jeden Fall wieder zurückkommen werden. Ja. Nur das ist halt leider nichts, was du von heute auf morgen schaffst. Also jetzt müssen mal die ganzen Wege wieder freigegeben werden von der Obrigkeit, dass man sagt, okay, wir wollen dort wieder komplett vorn dabei sein, es müssen die Budgets wieder freigegeben werden.
da muss der komplette Drive muss wieder aufkommen und dann machen die ja wieder ihre Fortschritte. Also ich bin überzeugt, dass Honda mehr als jeder andere japanische Hersteller versuchen wird, da wieder Anschluss zu finden und auch wieder um einen WM-Titel zu fahren. Und ich glaube, das werden sie auch wieder schaffen. Es ist nur die Frage jetzt, wie viel Zeit dazu vergehen wird. Ne? Sie haben natürlich jetzt das Problem, dass sie aufgrund der eher schlechteren Performance von den letzten Jahr auch bei den Fahrern natürlich dann ein bisschen ins Hintertreffen kommen, weil auch die Fahrerpool konzentriert sich in erster Linie immer daran, wo gehe ich hin, wo ist das beste Motorrad, wo kann ich am besten brillieren. Mhm. Und auch das ist ein Vorgang, der oft mindestens eine Saison wieder dauert. Selbst wenn die jetzt von der Performance besser werden vom Motorrad, müssen erst die, ich sage einmal, B-Klasse-Fahrer damit aufzeigen, damit auch wieder die Top-Piloten Interesse bekunden, auf das Fahrzeug wieder aufzusteigen und dann nächstes Jahr um die WM zu fahren. Also man sieht schon, das ist nicht so, dass du sagst, du schnippst einmal mit dem Finger, haust einen Haufen Kohle rein und bist auf einmal wieder vorn. Das geht so einfach nicht. Das ist ein langwieriger Prozess und der erst, man sagt, es ist wie wenn das ein Auto ist mit viel Masse, das braucht unheimlich lang, bis das wieder in Schwung kommt. Und ich glaube, dass es passieren wird. Honda wird wieder zurückkommen, sofern es nicht den Weg geht, wie viele andere japanische Hersteller und sich mit dem Gedanken zu spielen, da komplett auszusteigen. Würde mich aber bei Honda komplett wundern, weil Honda war eigentlich der japanische Hersteller schlechthin, wenn man um MotoGP, wenn es um das Thema gegangen ist. Jeder Fahrer, das war eigentlich, solange ich mich zurückerinnern kann, war für jeden Fahrer das Highlight, ins Honda-Werksteam zu kommen. Das war eigentlich immer das, wo einer sagt, ja, dort möchte ich in Pension gehen. Das ist... Ist eher Wahnsinn, dass sich das so geändert hat, weil momentan ist echt nicht so. Also, wie gesagt, ich hoffe, dass Yamaha und Honda, dass die wieder in die Gänge kommen. Ich glaube allerdings, für heuer schaut es wirklich nicht gut aus. Mir tut es auch wahnsinnig leid für diesen Fabio Quartararo, den ich einen unglaublich guten Fahrer halte. Jetzt habe ich noch zwei Punkte da rein. Den schneiden wir jetzt an, das ist der Pedro Acosta. Pedro Acosta ist einfach ein Wahnsinn. Der sagt die ganze Welt, na gut, der ist wirklich super, das ist ein Juwel. Und jetzt, wie er gefahren ist, muss man sagen, ja, die haben alle recht gehabt. Das stimmt, er ist mörderisch gut gefahren und ist natürlich in dem Hauptrennen mit den Jugendlichen Leichtsinn. Der ist aber nicht oben gefahren, sondern er ist wirklich toll gefahren, hat echt Überholmanöver gesetzt da und so. Hat er dann im Endeffekt diese Raffen ruiniert und hat dann müssen schauen, dass er ins Ziel kommt. Aber sogar das, ins Ziel kommen mit den Hinning-Raffen, das hat er sensationell gemacht, oder? Also der ist wirklich gut, dieser Pedro Acosta. Ja, also das muss man wirklich ihm lassen. Das hat er richtig gut über die Bühne gebracht. Das ist nicht nur von der Grundperformance, was der Junge hat, sondern auch ein bisschen den Weitblick, dass er es nicht komplett übertrieben hat, wie er gemerkt hat, das geht nicht. Man hat gesehen, hat dann ein paar Fahrfehler gemacht, hat dann aber ein bisschen zurückgesteckt und hat gesagt, und hat sich gedacht, ich komme lieber ins Ziel, als dass ich da jetzt mit Harakiri vielleicht irgendwo einen Crash dann noch in Kauf nehme. Also man sieht aus dieser Situation, dass er auch ein bisschen einen Weitblick schon hat und das ist nicht so typisch für so einen jungen Fahrer. Ja. Und was mir persönlich gut gefällt an ihm, ist jetzt gar nicht so diese Performance, die er an den Tag legt. Ich meine, das ist schon mal beeindruckend, aber was mir noch viel besser gefällt, ist, wenn man den beobachtet, wenn der ein bisschen über den Grenzbereich drüber geht, macht er nicht gleich komplett zu oder zuckt zusammen, sondern lässt es passieren und reduziert genau so viel, dass sich das Fahrzeug smooth wieder fängt und er automatisch wieder auf Linie weiterziehen kann. Und das zeigt, dass der zum einen die KTM mit ihm super harmoniert und er unheimlich viel Vertrauen zu dem Fahrzeug hat. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel, auch um zukünftige Erfolge dann einfahren zu können. Jetzt sitzt er so kurz erst auf dem Fahrzeug, und das ist das Beeindruckende, und hat sofort so dieses Vertrauen schon zu dem Fahrzeug. Und das ist beeindruckend, wenn man denkt, wie lange jetzt schon der Binder jetzt auf dem Fahrzeug sitzt. Und der Acosta ist eigentlich vom Fleck weg denselben Speed gefahren, wie er vorne. Wahnsinn. Ja. Und das mit einer Leichtigkeit, auch wenn er mal das Ziel überschießt, dass er einfach wirklich einen Rutscher hat und einen Quersteher und das aber komplett smooth abfängt und trotzdem gleich schön weiterzieht und fast kein Zeitverlust hat, das sagt man schon sehr viel, dass er zum einen auch unheimlich viel Talent hat und Grundgefühl, aber auch, dass er viel Vertrauen zu KTM schon gefunden hat. Und diese Kombination
macht ihn so interessant und so spannend. Er muss jetzt natürlich noch lernen, wie kriege ich den Speed über eine komplette Distanz, weil das ist gerade in der MotoGP ein wichtiges Thema. Das ist ein extrem langes Rennen und es ist oft sehr entscheidend, wer dann zum Schluss vorne ist, wie man mit dem Material umgeht. Und da fehlt da einfach die Erfahrung. Er hat jetzt einfach einmal drauf losgelegt, sagt, jetzt gebe ich mal ein, jetzt haue ich da mal ein, was geht und schau mal, was rauskommt. Ja. Und da muss man sehen, wie weit er nach vorn gekommen ist und wo der eigentlich gefahren ist. Und dann hat es ihm halt zum Schluss ein bisschen erwischt, dass das Material halt ein bisschen schneller abgebaut hat. Aber das wird irgendwann einmal weg sein. Also irgendwann wird er dieses Problem nicht mehr haben, weil er auch schon weiß, wie er umgehen muss. Ja. Und ich glaube, dass man von dem Jungen sehr viel sehen werden dieses Jahr noch. Also ich glaube, dass sie auch ein Brett Binder da ziemlich anstrengend werden muss, damit er den jungen Burm da hinter sich hält, weil der relativ an vielen Fronten gut war. Also das ist nicht nur, dass er schnell war, sondern er war überlegen. Also er hat ein Köpfchen gezeigt, er hat es nicht übertrieben. Er hat wahnsinniges Gefühl zu KTM, die KTM grundsätzlich ein gutes Paket mittlerweile geworden ist und das super harmoniert. Ich weiß das aus Erfahrung, dass dann auch das, das Spirit im Team natürlich wahnsinnig vorwärts geht, weil auch jeder happy ist, gut drauf ist, auch jeder zieht dann wirklich alle Register, wenn du dann sagst, hörst, da hätte ich das vielleicht gern. Ich weiß, wir haben das schon 100-mal umgebaut, aber was hältst du davon, bauen wir das nochmal um? Ich habe das Gefühl, vielleicht ist das trotzdem nochmal besser. Und dann zuckt keiner im Team. Dann sagt da jeder, yes, machen wir, geht schon, wir bauen das nochmal ein und das. Und das ist dieser Drive, den du zum Schluss dann auch vom gesamten Team brauchst, damit du schlussendlich an der WM, eine WM auch gewinnen kannst. Und das beginnt bei ihm, glaube ich, jetzt da schon zu wachsen. Alle sind da super happy mit ihm und ich denke, dass der ein ganz ernstzunehmender Kandidat werden wird in kürzester Zeit. Auch, okay. Du, Martin, ist jetzt gerade die Mittagspause ist aus. Weißt du, das ist ja bei 1000 PS, das ist eine harte Stempelpartie. Das ist wirklich ernst. Jetzt ist so, Martin, ich habe nur das Thema Aerodynamik, das hätte ich wahnsinnig gerne mit dir besprochen, weil Aerodynamik, da bist du natürlich der beste Mann, weil du fliegst ja selber. bist ja ganz normal unterwegs. Und ich glaube, das ist ein breites Thema, aber das halten wir uns einfach für den nächsten MotoGP-Talk aus. Das werden wir wieder machen. Und was mich dann auch noch, das halten wir uns auch fürs nächste Mal auf, ich hab gesehen, im Sprintrennen ist der Marquez einmal weit gegangen. Der Marquez ist einmal weit gegangen, wo man gedacht hat, warum jetzt? Da hat er relativ viel verloren. Und in dieser super Zeitlupe hast du gesehen, na, da hat er ein bisschen, der hat das Vorderradl, hat er so ein Chattering gekriegt. Und dieses Chattering, das also ich höre es ja nur seit, weiß ich nicht, 15 Jahren ist das ein Thema in dieser MotoGP, möglicherweise seit 20, aber so seit 15 Jahren, glaube ich, habe ich das. Und du hast ja tatsächlich, du hast nicht nur eine technische Erklärung für dieses Chattering, sondern du hast damals auch eine technische Lösung gefunden. Und das halten wir uns auch auf fürs nächste Mal, Martin, oder? Ganz normal. Ja. Dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, der Schweinsbraten ist unten oder der vegane Freudentropfen. Ja, wir sind schon beim Dessert, oder? Wir sind beim Dessert. Und wie gesagt, schreibt uns unten noch eine in das Video, weil auf die Kommentare sind wir jetzt nicht wahnsinnig eingegangen. Wie ihr das seht, diese Weltmeisterschaft 2024. Martin, wie gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du Zeit genommen hast. Immer eine ganz, ganz große Freude. Gerne. Und jetzt haben wir uns die Madeleine ein, oder? Absolut. Madeleine, gell? Jawohl, ciao, Baba, grüß euch, ciao. Tschüss. Ja, was sonst?